Den suchen wir jetzt. Ich habe Batterien. Ich habe eine Batterie gefunden. Es ist ausgeblichen. Ist da eine ein bisschen zu lange gewesen, denke ich. Look at Mantel. Ich brauche den nicht. Das sind nicht mal. Ach, guck mal, er ist... Er hat keine Schuhe an. Ich sehe nichts Besonderes. Warte. Es fühlt sich an, als würde ich mich versuchen, als würde es mich an einen anderen Ort ziehen. Aber es weiß nicht, wohin genau. Na dann nicht. Dieser Spiegel, ich habe das Spiel schon einige Male gespielt, also nicht zu Ende. Und dieser Spiegel ist sozusagen ein Teleporter, wie dieses bei Silent Hill 4, The Room. Dieses Loch. Kann man so gut vergleichen damit. Ah, wir haben jetzt den... Ja, er hat den Schlüssel für Apartment 206. Also kann ich hier die Gegend verlassen. Ja, er wird sich hinsetzen, wenn er einen guten Grund erwähnt. er riecht einen schmutzigen Geruch. Er will jetzt sehen, was es ist. es ist verrottetes Fleisch und er hat es aufgesammelt. Das ist schön. Ofen. Okay, es ist, ist gasleer und wir müssen neues finden. Washing Machine. Ein Katzenplüschtier ist auch da drauf. Der Doof. Ja, er nimmt es mit. Pico, Piece of Paper. Diary Pages, ah, okay. Okay, hat keine Power. Wie es aussieht, leben wir in so einer Endzeit-Story, würde ich sagen. Ah ja, ist verschlossen. Also wir gucken jetzt zuerst mal die Diaries an, würde ich sagen. Ja, du sollst es lesen. Okay, es heißt, ich kann nicht, kann kein von ihnen mehr trauen. Jeder dieser Bastards könnte BDCs, ich glaube, infiziert sein. Der einzigste Weg zu überleben ist, eine Waffe zu nehmen und einmal eine Kugel für jeden dieser ihrer Heads, ihre Köpfe ballern. Alle wissen, was ich sage, ist die Wahrheit. Okay. Danny weiß nicht, was das ist. Mein Englisch ist nicht das Berauschendste. Jojo, erwartet auf Überlebende. Draco. Ich heiße Draco. Oder? Also er kennt die Person nicht, die es geschrieben hat. Falls er irgendwelche anderen Leute gibt, will er sie finden. Ich glaube wahrscheinlich er ist Draco, weil warum sollte in seinem Apartment so ein Zettel liegen? Okay, geh aus. Okay. Er will erstmal schlafen gehen. Warum auch immer. Ich war doch gerade erst im Bett. Ah, okay. Sleep later. Okay. Ich will nämlich mal diese Pillen, die wir hier bekommen. Nehmen wir die mal? Juck, ist eklig. Ah, okay. Nachdem brauchen wir Schlaf. Weil wenn wir die nehmen, dann kommen wir immer so eine Parallelwelt. Das Licht aus und geht schlafen. Da ist der Typ ja wieder mit der Kiste auf dem Kopf. Warum trägst du eine Box auf dem Kopf? Das ist eine gute Frage. Ich belasse es bei dir, es rauszufinden. Großartig. Tag 2. Ja, das habe ich gebraucht. So. Gehen wir mal weiter. Jetzt können wir hoffentlich unser Apartment verlassen. Gut. Jetzt haben wir auch eine Karte. Ja.
Okay, irgendwas ist da schon markiert. Nun sehen wir uns das an. Da oben das Fragezeichen. Da ist mein Bett, da bin ich. 203. Das ist Cheese Apartment. War es nicht? Ah. Warum sollte es jemand markieren? Ich sollte meinen Weg da rüberschlagen. So, da ist unser Bett, unser Spiegel, unsere Aufgabe und wir. Nun dann mal los. Oh yeah. Gut, da war ein Brief drin. Ah, okay. Ich sollte diesen Brief lesen. Don't, geh nicht raus ohne diese Map. Ja, auch wenn du weißt, wenn du deinen Weg kennst. Die Dinge werden sich verändern. Du wirst es sehen. Und bei, außerdem... ich denke, ich habe einen Weg gefunden, in der Zukunft solche Dinge rauszusehen. Ich weiß nicht. Okay. Ja, ist schon klar. Cool, okay. Also wir sollen verrottetes Fleisch und sowas haben, um die Monster abzulenken. Gucken wir jetzt mal. Chuck die Pflanze. Ist es nicht von der auf der Tentakel? Heißt nicht Chuck. Kann. Der stellt aus. Gut. Er hat ja gerade gesagt, dass wir das verrottete Fleisch hinlegen können, um die Monster abzulenken. Das tun wir jetzt mal. Komm, das Fleisch willst du. Fleisch willst du. Gut, jetzt mal abgelenkt. Apartment 205. Das ist schon wieder so ein Typ. Bücherregale. Ein paar gute Bücher in der Kollektion. Ich habe mir jetzt schon oft ein paar ausgeliehen. ich habe also... Es ist ein Monster unterwegs. Ich glaube, es ist keine gute Idee, dahin zu gehen. Ich habe eine alte Notiz gefunden. Ja, lesen wir die mal. Weed. Es fällt mir immer schwerer zuzuhören, Draco. Draco zuzuhören. Dieser Mann ist gefährlich. Was er aus der Gemeinschaft gemacht hat. Er wird schon recht haben. Du musst dich selbst verteidigen. Wenn es keinen anderen Ausweg gibt. Aber was ich versuche dir zu sagen ist, es wird noch andere Wege und Probleme geben. Als Violenz ist, glaube ich, Gewalt. Denk dran. Da ist keine Signatur auf dem Boden.